Ich war so auf der Suche, gegebenenfalls mit innerer Unruhe, mit ja auch einem Thema, was mich immer beschäftigt in dem Moment. Und ich bin halt rausgegangen mit sehr viel Klarheit, deutlich mehr Energie als davor. Ein ganz großer Aha-Moment, und das ist auch einer von den Sätzen, von denen ich spreche, die mir immer kommen, ist, wenn ich mit Menschen zusammen bin, mit einer anderen Person, dann bin ich nur für 50% verantwortlich von dem, wie wir gerade miteinander interagieren. Weil davor habe ich mir immer all die Verantwortung im 1 zu 1 oder mit der Gruppe ganz, ganz viel zu mir genommen. Und dann mal zu merken, ja, warte mal, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann bin ich ein Teil davon und ich bin nicht der Owner, der Hauptverantwortliche. Das bringt so ganz, ganz viel Leichtigkeit und Entspannung. Ich bin hier mit dem Franz Meier und wir haben gerade unsere letzte Session nach einem Jahr Zusammenarbeit eben hinter uns gebracht. War echt eine schöne, lange Zusammenarbeit. Danke dafür, lieber Franz. Und mich würde interessieren und auch gerne mal den Zuschauern Einblick geben in mein Coaching und dass du dich bereit erklärt dafür, mal ein bisschen Auskunft zu geben, wie das ausschaut. Und deshalb sag uns gerne, womit, mit welcher Herausforderung bist du zu mir gekommen damals vor einem Jahr? Ja, das ist spannende Frage. Ich kann dir gar nicht sagen, was vor einem Jahr gerade präsent war. Aber tatsächlich das Schöne war ja auch und ist ja genauso wie es heute auch, weil ich konnte ja immer mit dem kommen, was jetzt in dem Moment dann einfach präsent war oder am präsentesten war. Und das waren, glaube ich, ganz, ganz viele Themen. Beziehungsweise, wenn ich so zurückdenke, so gefühlt viele unterschiedliche Sachen und an einem gewissen Punkt ist doch alles irgendwie so zusammengelaufen wieder. Das war ganz spannend. Also gerade irgendwie die Verbindung zu mir oder auch, worum es heute zum Beispiel auch ging, das Thema, mich authentisch zu zeigen, auch nach außen. Wenn ich da so an viele vergangene Sessions denke, war das immer mal wieder Thema. Deswegen, aber im Großen und Ganzen, ja, war es ja nicht eine große Sache, die wir dann kontinuierlich immer so bearbeitet hatten, sondern das war ja tatsächlich jedes Mal einfach was ganz Individuelles. Und auch da vielen Dank, dass ich da so spontan sein durfte, beziehungsweise dass du da so ganz flexibel immer drauf eingegangen bist. Ja. Mega gerne. Magst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie du dich damals gefühlt hast, also was so dein Zustand war? Vielleicht, jetzt wo du gesagt hast, hey, es war gar nicht nur eine explizite Herausforderung, sondern es war einfach, hey, wir haben mal gestartet miteinander und es war jedes Mal was Neues, aber trotzdem immer wieder das Gleiche. Aber vielleicht magst du dich noch erinnern, wie war dein Leben vor einem Jahr, um ein bisschen zu sehen, okay, wie es heute ausschaut dann. Ja, definitiv. Also, gerade wenn ich zurückblicke von vor einem Jahr, das ist so der lange Zeitraum und spiegelt ungefähr auch immer mal wieder so ein bisschen die einzelnen Sitzungen wieder. Also, gerade auch vor einem Jahr waren viele Themen, wo einfach wenig Klarheit da war. Ich habe es immer beschrieben in meinem Kopf wie so ein Nebel, wie so eine Wolke. Und das Schöne war, von Session zu Session, aber auch in jeder einzelnen Session konnten wir da einfach ganz viel Licht ins Dunkle bringen, ja. Und dieser Nebel, der hat sich ja entsprechend ganz oft gelegt. Und heute war auch ein tolles Beispiel dabei. Also bin ja rausgegangen und besonders auch jetzt, wenn ich mich vergleiche mit vor einem Jahr oder auch jetzt, wenn ich mich vergleiche von vor 1,5 Stunden, ja. Einfach ich war so auf der Suche, gegebenenfalls mit innerer Unruhe, mit ja auch einem Thema, was mich immer beschäftigt in dem Moment. Und ich bin halt rausgegangen mit sehr viel Klarheit, deutlich mehr Energie als davor. Natürlich auch Sachen, die sich dann erstmal setzen dürfen und die sich dann integrieren dürfen, aber immer mit deutlich mehr Klarheit, deutlich mehr. Dadurch auch mehr Energie. Und ich merke schon jetzt, also jetzt habe ich ein fettes Grinsen im Gesicht. Das war vorhin noch nicht so. Wie würdest du es denn heute beschreiben? Wie erlebst du dich selber in deinem Leben? Was ist anders? Oder beziehungsweise woran
machst du es am ehesten fest oder dass etwas anders ist? Es gibt einfach ganz viele Situationen und Zustände, mit denen ich ja auch gestartet bin, wo ich gesagt habe, du so und so, da passiert immer dasselbe Muster. Ich habe immer dieselben Gedanken und ich handle einfach nicht so, wie ich gern handeln würde. Und das ist nicht alles einfach so. Du kannst echt viel, aber natürlich keine gute Fee, so wie Wunsch und auf einmal ist alles perfekt anders. Aber was ja deutlich anders ist, ist, ich merke es selber in den Momenten und check, ah, ja, da sind wir wieder. Ah, ja, da ist das Muster. Stimmt. Und dann kommt das, da sind so ein paar Schlüsselsätze und Impulse, die du mir auch mitgegeben hast, die echt dann immer kommen. Und dann ist das Schöne, ich habe halt eine Wahl. Und in dem Moment, wenn ich das erkenne, kann ich dann auch anders handeln, anders sein und mich dadurch dann auch anders fühlen. Und das ist halt super schön. Ich mache an der Stelle gleich an einhaken mit der Frage, die mich interessiert. Gab es für dich so spezielle Aha-Momente und Schlüsselerlebnisse jetzt in diesem Jahr, wo wir zusammengearbeitet haben? Also besonders ein ganz großer Aha-Moment, und das ist auch einer von den Sätzen, von denen ich spreche, die mir immer kommen, ist, wenn ich mit Menschen zusammen bin, mit einer anderen Person, dann bin ich nur für 50% verantwortlich von dem, wie wir gerade miteinander interagieren. Weil davor habe ich mir immer all die Verantwortung im 1 zu 1 oder mit der Gruppe ganz, ganz viel zu mir genommen. Und dann mal zu merken, ja, warte mal, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann bin ich ein Teil davon und ich bin nicht der Owner, der Hauptverantwortliche. Das bringt so ganz, ganz viel Leichtigkeit und Entspannung ein. So. Ja. Und so ein zweiter Aha-Moment ist einfach, ich habe die Wahl. Es ist nicht immer einfach nur so ein hartes Entweder-Oder. Ja, entweder ist es alles ganz, ganz schlimm, oder Friede, Freude und Leichtigkeit und Reiten in den Sonnenuntergang, sondern es gibt ja auch noch ganz, ganz viel dazwischen. Und es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern gibt es auch ganz, ganz viel Grau. Und das Schöne ist, ich kann mich ja entscheiden dafür, wenn ich mir das Ganze bewusst mache. Und gerade dieses Thema bewusst machen, das haben wir ganz, ganz, oder da ist mir ganz, ganz stark geholfen, einfach mir ganz, ganz viel bewusst zu machen und mich dadurch auch handlungsfähig einfach zu machen. Ja. Finde ich ein schönes Wort, diese Handlungsfähigkeit, die wir Menschen ja oft in Beziehungen nicht haben oder gefühlt nicht haben, weil wir uns so machtlos und ohnmächtig fühlen. Wo merkst du da, dass du diese Handlungsfähigkeit mehr und mehr erlangt hast durch unseren Prozess? Ja, gerade heute, aber auch in ganz vielen Sessions war ja einfach genau diese Beschreibung, so ich bin drin, vielleicht merke ich auch manchmal, ich würde jetzt gerne was tun und irgendwas hält mich davon ab. Und gerade das, da war ich eben nicht handlungsfähig, ganz oft. Und da gibt es mehr als genug Situationen, wo das jetzt schönerweise anders ist. Also, ja. Schön. Und was würdest du sagen, hat dir in unserer Zusammenarbeit jetzt vielleicht explizit in den Sessions am meisten geholfen, um weiterzukommen für dich? Was würdest du sagen? Na, letztendlich, die Sessions und die Coachings mit dir waren einfach wie so ein Brandbeschleuniger. Es war halt einfach so der Shortcut. Ja, es war dann einfach ganz oft so. Du hast mich einfach super gut begleitet in dem Prozess, in dem ich in dem Moment war. Und das geht deutlich schneller, deutlich einfacher, wenn überhaupt, macht es manchmal auch nur möglich, wenn man eben jemand hat, der einen da durchführt und durchbegleitet. Ja. Und dann noch immer der richtige Impuls noch im richtigen Moment, der dann ja den Knoten im Kopf und im System dann einfach löst. Ja. Und deswegen, manchmal sind es bestimmt auch Knoten, die dann irgendwie im Laufe der Zeit oder mit den Jahren und mit der Erfahrung und hier und da dann irgendwann passiert, aber ich habe ja keinen Bock drauf. Ich will ja jetzt ein geiles Leben haben. Und da hast du mir deutlich weitergeholfen, ja. Ganz schön.
Gab es auch etwas in dem ganzen Prozess, wo du überrascht warst und du sagst, oh shit, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet? Gute Frage. Ja. Also es hat mich eigentlich immer wieder überrascht, was diese Klarheit und was der Prozess dann einfach jedes Mal auch wieder mit mir gemacht hat. Ja. Ich immer wieder, ich bin oft sehr erwartungsfrei reingegangen und bin aber trotzdem irgendwie jedes Mal sehr, sehr, sehr erfüllt rausgegangen. Und das ist schon spannend zu sehen. Okay. Gab es auch Momente, wo du gezweifelt hast, ob jetzt das hier das Richtige ist oder nicht? Ich habe mir auch manchmal gefragt, weil ich sehr, sehr viele Coaches schon gesehen habe und mit denen gearbeitet habe und auch selber einfach mir ganz viele Sachen angeeignet habe. Da habe ich mich manchmal gefragt, hey, jetzt habe ich ein Thema und ich würde das jetzt eigentlich so angehen. Das wäre jetzt eigentlich cool. Und dann habe ich im, wenn, dann habe ich davor gezweifelt, aber witzigerweise war es trotzdem durch den Prozess immer irgendwie auch genau das Richtige. Geil. Okay. Und wenn es jemand hier zuhört, dieses Interview, gibt es etwas, was dieser Mensch wissen muss, bevor eine Zusammenarbeit mit mir eingegangen werden kann? Was würdest du als wichtig empfinden, dass dieser Mensch noch mitkriegt? Oder was hättest du dir vielleicht vorhin anders gewünscht oder hättest du gerne noch gewusst? Also ich glaube, was ich mir oder was ich auch jedem mitgeben würde, was ich toll fand und spannend fand, ist, du hast ja eine auch klare Positionierung irgendwo und du hast mir auch deine ein Workbook geschickt, was ich auch schon mit durchgearbeitet habe und so weiter. Und was ich aber cool fand, ist gerade diese Flexibilität und Freiheit, ja. Also ich bin ja auch mit Themen gekommen, die einfach da waren in dem Moment und gar nicht so spezifisch waren. Und vielleicht war es dann in der Session drauf wieder was ganz anderes. Und ich glaube, ich würde gern mir und auch jedem mitgeben, wenn die Chemie irgendwo stimmt und man sich vorstellen kann, mit dir zusammen einfach zu arbeiten, dann ist das Thema letztendlich voll egal. Und da bist du definitiv der Richtige, um einen auf dem Weg begleiten zu können. Ja, deswegen, ich finde, es hat sehr, sehr, sehr gut harmoniert und ich finde, du bist ein geiler Typ und ich bin ein geiler Typ, deswegen, es hat gut gepasst. Und wenn du da draußen auch ein geiler Typ bist oder eine, ich weiß nicht, nee, eine geile Frau passt nicht so gut, aber eine, jemand, der einfach den nächsten Schritt gehen will und den einfach schneller. Dann, ja, schaut euch den Luca an. Ja. Mega schön, danke dir, Franz, an der Stelle. Ich wollte noch was sagen, was wollte ich noch sagen? Jetzt hast du mir mit deiner geilen Typ-Phrase mich rausgebracht. egal, gut. Danke dir, Franz. Vielen lieben Dank, dass du den Einblick hier gewährt hast, auch so offen gezeigt hast, was bei dir auch stellenweise passiert ist. Und genau, was ich noch kurz anbringen möchte, ist auch, was du angesprochen hast, dass du immer wieder mit neuen Themen gekommen bist. Das ist auch bei anderen Klienten bei mir genauso. Und am Ende hat es aber trotzdem immer wieder mit demselben zu tun. Es kommt immer wieder zum selben Kern. Und das finde ich so schön, dass ein Satz, der mir da immer wieder Leichtigkeit schafft, weil es ist auch bei meinen eigenen Prozessen so, ist, hey, ich bin froh, ist es kein neues Thema, dann muss ich mich nicht wieder irgendwo Neues reinfuchsen, sage ich mal, sondern dann ist es entspannt. Ich sage, ah, okay, geil, gleiches Thema, ganz entspannt, kenne ich mich aus. Genau. Möchtest du noch was Letztes den Zuhörern und Zuschauern mitgeben? Letztendlich, am Ende vom Tag bleibt mir einfach nur ein ganz tiefes Danke dir zu sagen, ja, für die Zeit. War ja doch, ja, jetzt ein Jahr ist doch eine echt lange Zeit. Es ist viel passiert, ja, bin viel gewachsen. Deswegen, ja, von Herzen danke dir. Danke für dein Vertrauen.